Wunderschönen Donnerstag. Willkommen zu einer neuen Runde Total Sand and Ranked. Bisher 3 Niederlagen. Die letzte Runde war schlecht von mir gespielt, gebe ich zu. Als Lookout. Ich hätte früher dahinter kommen müssen, wer Mafia ist. Oder Hexe oder sonstiges. War alles möglich. Aber okay. Diesmal Runde als Veteran. Wir nennen uns diesmal Silly. Für City Alien war anfangs auch sehr häufig dabei. Bei der 200. Folge Town of Salem Together war sie auch wieder da. Einige aus der letzten Runde dabei. Lindsay Lohan, Diomedes, No, Taco, Koala, Killer Clowns. Also einige dabei. Blueki für mich easy kill, aber ich bin ja leider kein Jailer. Night One, mal gucken, was wir so reißen. Alles Noobs außer Mutti und Toni stinkt. Wir nutzen meine ersten nach dem Alert aufgrund des Namens. Silly, ja, ist für mich so ein Name, der kann attackiert werden. Den Zalohin wäre zu offensichtlich, genauso wie einen Batman. Und, Pluki, Killer Clowns hier mit den eigentlich offensichtlichen Wetbait wird, glaube ich, auch verschont. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich besucht werde. Wollen wir mal gucken, ob da was passiert. Wäre cool, gleich mal so am Anfang ein bisschen was raushauen. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Keiner besucht Silly. Silly ist alleine. Und es gab keinen Kill. Wir werden jetzt hier einfach mal natürlich ein No Alert hinschreiben. Wobei, nee, schreiben wir nicht hin. Falls es dann einen Retri gäbe, ich werde wiederbelebt. Und er denkt, ich habe noch 2 Alerts und ich habe eigentlich gar keinen mehr. Wäre das auch kacke. Blueki claimt attackiert worden zu sein. Taco wurde gedoust. Echt, gehen sie echt auf den Survivor Claim? Das traf ich nicht. Gerade als Mafia will ich das nicht machen. Eventuell später, wenn er halt sich schon dahingehend outet, dass er der Town helfen würde, würde ich es machen. War vorher nicht. Eine Hexe ist unterwegs, gefällt mir nicht, weil Veteranen und Hexen verstehen sich nicht. Da ist die Chance groß, dass sie, gerade wenn ich revealed bin, Leute auf mich schicken, wenn die Hexe mitdenkt. Und okay. Naja, muss unbedingt nicht wirklich bekannt. Lediglich ein Claim. Der Rest ist wahrscheinlich die Wahrheit, sonst wäre gelogen worden. Das glaube ich nicht. Wir müssen uns ein bisschen hier wieder zusammenreißen. Diese Woche bisher richtig schlecht. In der ersten Runde als Hexe schnell tot gewesen. Konnte man nichts machen. In der zweiten Runde als Veteran. Blödes Timing, hätte den SK kriegen können. Da hat der Survivor sich gegen die Town entschieden. Jetzt wird Lindsay Lohan gewählt. Macht keinen Sinn. Die machen echt Roll Call. Echt? Medium Claim. Was? Naja. Gestern die Runde als wir machen es anders. Oder? Sollen wir es machen? Ja, Inno. Wir machen es jetzt mal so. I bet there is no witch. Ah, ich würde jetzt gern. Ich würde halt gern jetzt sagen, ich bin Vigilante. Um die Hexe auf mich zu reißen, um sie zu killen. Aber ich habe Angst. Weil es könnte halt auch so schnell dadurch Townies irgendwie killen, ja. Wenn ich nämlich überlege, wenn ich jetzt Vigilante claim, könnte das eine Escort auf mich ziehen, um mich zu roadblocken, damit eben die Hexe ihren Job nicht machen kann, mich zu verwenden, um jemanden zu killen. Das ist ärgerlich. Aus dem Grund warten wir lieber mal mit diesem Move. Ist halt ein bisschen schwierig. Gerade auch Transporter könnte dadurch auf mich gezogen werden, um mich zu retten vor dem Control. Ärgerliche Geschichten auf jeden Fall. Mighty Divine ist tot. Aber um den ursprünglichen Gedanken wieder aufzugreifen, der jetzt schon ein bisschen her ist. Die letzte Runde war katastrophal. Der Jailer hätte, der Spy hätte mir sagen können, wer besucht worden ist von der Mafia. Dadurch hätte ich die Mafia nämlich rausschließen können. Okay, er hat hier recht gehabt. Sehr gut. Arson ist down wahrscheinlich. Sehr gut. Nice job, Jailer. Also down. Das ist gut. Er ist da weg.
William Phipps wurde attackiert und gehealt. I Am The Knight möchte jetzt die Nummer 2 hochwählen. Dieses für Rollenstimmen ist sowas Schwachsinniges. Ja, wir machen es mal so. It's so silly. Das mache ich jetzt kleiner Wortwitz. Wenn ich das L treffen würde. John Willard möchte jetzt die Nummer 6 wählen. Geil. Wie sie jetzt random rumwählen. Killer Clowns und Batman. Jetzt geht sie echt auf Nummer 2. Killer Clowns claimed Lookout. Das ist so dumm. Naja, lassen wir es mal sein. Jetzt wird I Am The Knight hochgewählt. Am besten verklemmt er jetzt Jailer und ist damit nutzlos, weil die Hexe ihn dauerhaft kontrollieren wird. Batman, Doctor oder SK hat Bat nämlich eben noch die Killer Clowns hat Lookout geclaimed. Wir halten das einfach mal fest. Wir haben hier eh nichts zu tun. Lindsay Lohan Medium Claims. Lindsay Lohan Medium Killer Clowns Lookout. Wir werden natürlich hier Inno wählen. Weil er kann halt Ding sein. Ja, deswegen ist es ein easy Inno-Vote. Wir haben damit jetzt natürlich auch den Batman, der Doktor zu sein scheint. Lindsay Lohan wurde wohl geblackmailed. Wie es scheint. Oder nicht? Hat sie was geschrieben? Lindsay Lohan hat gewählt. Lindsay Lohan... Ja, Lindsay Lohan wahrscheinlich geblackmailed. Ja, halten wir fest. Blackmailed. Night 2. Halten wir hier mal so fest. Night 3 ist no alert, weil maximal die Mafia kann besuchen und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gekillt werde, kleiner. Die Wahrscheinlichkeit des Doctor Lookout Invest Claims ist höher. Aus dem Grund brauche ich meine Leute nicht zu verschwenden. Lindsay Lohan was blackmailed last day. Am I right? If so, spam my votes. Oh! Sammy Perry ist tot. Spam my votes ist dumm. Die Witch ist down. Cool. Hexe tot. Mal schauen. Der zweite Kill müsste ja dann eigentlich vom Jailer passiert sein. Jailer exekutiert den Lookout-Claim. Interessant. Warum? William Phipps das Ding. Ah. Mafioso. Nice. Wow. Good job, Jailer. Really nice. Lindsay, if you were blackmailed, if you are blackmailed, spam my vote, spam my name on voting time. Ja, Diomedes hat gerade geclaimt, dass er Mafia ist. From Diomedes. Punkt. Ja. Well, is blackmailed. Jetzt wird der Jailer mich mitnehmen, mich exekutieren, weil ich Veteran claime, was natürlich auf jeden Fall Mafioso sein muss. Das könnte eine sehr, sehr kurze Runde werden. Wäre aber mal nett. Ein Sieg wenigstens in dieser Woche. Positiv kann es ja nicht mehr werden. So, also ist sie geblackmailed worden. Das wissen wir. Killer Clowns Claim kann damit schon mal rausgehen.
Er hat geclaimed. He admitted being random mafia. Could be Jester. But we will see. Random Mafia. Zu spät abgeschickt. Lindsay Lohan nimmt den Vote hier mit. Könnte Jester sein. Wenn nicht, dann ist es für mich ein Game Throw hier. Ich weiß nicht, ob er untersucht wurde oder sonstiges. Das werden wir gleich sehen. Ich tippe drauf, der Jailer nimmt mich mit, exekutiert mich mit meinem Veteran-Claim. Ja, Blackmailer. So, Lindsay can talk again. Oh je, ich hab's voll versaut mit dem Schreiben. Oder auch nicht. Gut, weil wir es können, machen wir Night 4 Alert. Just for the lulz. Halten wir hier mal fest. You were silly to visit me. Get the hint? Frag mir mal so. Ist es jetzt klar, wer ich bin? Ich glaube schon. Ein Batman wird sicherlich down auf Lindsay Lohan gehen. Interessant ist, in der letzten Runde hat Lindsay Lohan das nicht gemacht mit diesem dauernden Roll-Call. Ich habe jetzt einen Invest gekillt. Ja, das war klar. Dass ich einen Invest gerade gekillt habe. Der geht auf meine Kappe. Aber sein Pech. No ist Medium oder Janitor. Das war klar, dass er mich jetzt besuchen wird. Aber der Pech gehabt. Damit ist er tot. Haha. Aber ich habe wenigstens mal einen gekillt. Wir haben noch den Godfather übrig im Normalfall. Any-Rolle vielleicht noch. Tja. Warum sollte sie nicht sein? Oh, Lindsay ist Retri. 12 ist Inno confirmed. Wir haben einen Retri da. Spannend. Ein Batman ist damit Doktor confirmed. Wir haben einen Mayor. Okay. Lindsay Lohan wird gegen Taco. Und No hat geliefert, hat keinen Bock mehr. Plucke ist Survivor. Taco wird gewählt. Und Taco wird hochgewählt. Wahrscheinlich war No jetzt eigentlich der Godfather. Wobei nein, der war ja Medium oder Dinge. Ja, Medium oder Janitor. Damit gibt's auch keinen perfekten Sieg mehr für die. Welch Pech aber auch. Der Godfather war eh mit hoher Wahrscheinlichkeit gejailed. Weil es gab keinen Mafia-Kill. Did Doc heal someone last night? Maybe the Godfather was jailed. Because no Maf-Kill. Mal so in den Raum geschmissen. Willard claimed Doc. Kann sein. Er kann Any Town, kann Any Doktor sein. Aber wir geben ihm trotzdem die Stimme, weil wir es können. Ach so, klar. Ich habe gerade gelesen, oben 6 Stimmen wären benötigt, aber No hat geliefert. I am Doc. Claimt halt damit Random Town. Ist möglich. Koala William, can you confirm that? He's town. Er ist confirmed. Also wieder runter. Ja, dann... Ja, Batman ist... Batman ist proven
bei Invest. Was soll das? 2 oder 4? Wie kann das bitte sein? It's either 2 or 4. 2 is confirmed durch den Invest. Der No kann nicht Godfather sein. Confirmed durch den Invest, es sei denn, es gäbe eine Hexe oder einen Transporter. Ja, das macht doch keinen Sinn. Die Claims hier nehmen wir mal raus. Wahrscheinlich ist er ein echtes Retri, bringt den Invest wieder. Wow. Hätte ich damit gerechnet, hätte ich den Alert genutzt. Ärgerlich. Darauf habe ich nicht gerechnet, dass er so hitting ist. Wow. Das sind diese Moves, die ich beim letzten Mal meinte, als ich Veteran war. Hier einen confirmed Veteran zu besuchen. Wenn ich einen Alert gehabt hätte, wäre er tot gewesen. Aber naja. I'm the Knight ist wieder da, damit ist Lindsay Lohan confirmed Retri. No war Medium. Oder Janitor. Aber auf jeden Fall war er kein Godfather. Offensichtlich, sonst hätte es keinen Kill gegeben. Medium. Lynch Willard. Ein Batman rafft's immer noch nicht. Was ist los mit William Phipps? Ich meine, er ist klar, er will's jetzt sein. Nein, er ist es ja angeblich nicht. 3 Doktoren kann nicht sein. 3 Doktoren ist unmöglich. Also nicht unmöglich, aber wäre halt die Annie-Rolle. Ein Bodyguard-Claim. Was ist los? Der Invest confirmed I am Batman als Ding. Hallo? Er ist confirmed durch den Invest. Natürlich. Was wählen die denn bitte? Ich wünschte, ich hätte meinen Alert genutzt. Dann hätte ich den Godfather gekillt, dann wäre es aus gewesen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber es ist doch offensichtlich, dass er Doktor ist. Der Investigator hat ihn untersucht in der ersten Nacht. SK-Kill gab es keinen, also ist unwahrscheinlich. Offensichtlich Inno. Was ist los? Und John Willard wird schuldig. Auf, hoch mit ihm. Town Support ist random town. Hatte ich doch recht, dass das Ding unmöglich ist. 3 Doktoren ist unmöglich. Jetzt war er kontrolliert worden in der ersten Nacht. Wow. Ja gut, aber den letzten Willen von der Hexe kann man ja nicht vertrauen. Ja. Wieso ist es nicht früher aufgefallen? Ich verstehe es nicht. Der Invest weiß nicht, dass er kontrolliert wurde. Das ist so krass. Das ist so unglaublich. Schon wieder so eine lange Runde. Aber immerhin gewinnen wir diesmal. Ich hätte den Godfather früher killen können. Habe ich leider nicht gemacht, weil ich nicht dachte, dass er wirklich die Eier hat,
auf mich zu gehen. Immerhin war ich Confirmed-Veteran. Ja, da muss ich dem Mayor jetzt aber hier recht geben. Ist schon recht, also da kann man dem Mayor keine Schuld geben. Der Invest muss schreiben, dass er gewitcht wurde in der ersten Nacht. Weil Doc war halt einfach, Batman war halt einfach seit Wochen confirmed Doktor für alle. Ja, natürlich kommt jetzt wieder was vorbeigefahren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Bei Town of Salem Rank, nämlich morgen. Hier nochmal die Rollenliste. Ich hab echt einen Bodyguard. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.